Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem erinnert an die Ermordung von Millionen Juden durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Die unvorstellbaren Gräueltaten haben sich tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt. Yad Vashem soll die Erinnerung an den Holocaust für immer wachhalten. Oben auf dem Hügel, im Schatten der Bäume, stehen die Gedenktafeln für die Nichtjuden, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um jüdisches Leben zu retten. Menschen wie Oskar Schindler oder Raoul Wallenberg. Sie werden als die Gerechten unter den Völkern bezeichnet. Für den Historiker und Schriftsteller Robert Zetloff fehlt dabei jedoch eine ethnische Gruppe. Hier sind mehr als 20.000 Namen, von denen bekannt ist, dass sie in der Zeit des Holocaust Juden geholfen und ihnen das Leben gerettet haben. Etwa 60 von ihnen sind Moslems. Hier die Albaner und die Bosnier. Und oben auf dem Hügel steht ein Baum, der zum Gedenken an einen Türken gepflanzt wurde. Seltsam allerdings, dass sich unter den mehr als 20.000 Namen nicht ein einziger Araber befindet. Hätte es einen arabischen Oskar Schindler gegeben, wäre die Sicht der Araber auf den Holocaust vielleicht eine andere. Dieser Film dokumentiert Robert Zetloffs Suche nach Arabern, die Juden gerettet haben. Am 11. September 2001 hatte Robert Zetloff, der in Washington ein renommiertes Forschungsinstitut leitet, einen Termin im New Yorker Rockefeller Center. Am 11. September 2001 war ich für ein Vorstandstreffen meines Instituts in New York. Ich weiß noch, wie ich in den 36. Stock kam. Da sah ich, wie eine Rauchwolke seitlich aus dem World Trade Center hervorquoll. Danach war die Hölle los. Wir saßen dann Stunden vor dem Fernseher und sahen, was sich da Schreckliches ereignete. Der Einsturz der Türme, Rauch und Qualm und Asche. Und plötzlich verschmilzt dies alles in meinem Kopf zu den Bildern von Auschwitz. Die Schlote, der Rauch, der Qualm, die Asche. Weil das World Trade Center bereits 1993 Ziel eines Bombenanschlags war, ging Nahostexperte Rob Zetloff davon aus, dass islamistische Extremisten auch hinter diesen verheerenden Anschlägen steckten. Innerhalb weniger Stunden hatte sich das Gesicht New Yorks verändert. Alles war menschenleer, wie in einer Geisterstadt. Ich konnte die Fifth Avenue mitten auf der Straße hinunterlaufen. Dann fing ich an, über die Kluft zwischen Wissen und Verstehen nachzudenken. Nicht zwischen uns und den Mohammed Attas, die, wie wir später erfuhren, die tatsächlichen Täter waren, sondern über die Kluft zwischen der westlichen Welt und dem, was ich für die Gesellschaft der arabischen Muslime hielt, aus der die Attentäter des 11. September hervorgegangen waren. 9/11 war für Zetloff der Anlass, endlich das zu tun, was er immer vorhatte: die Beziehung der arabischen Welt zum Holocaust zu erforschen. Ich beschloss, dass mein Beitrag zur Überwindung des Traumas vom 11. September sein sollte, das Problem der Leugnung des Holocaust in den arabischen Gesellschaften zu ergründen. Die Gelegenheit dazu ergab sich bereits wenige Monate nach den Anschlägen vom 11. September. Zetloffs Ehefrau Jenny, die für die Weltbank arbeitet, wurde der Posten der Chefökonomin in Marokko angeboten. Es war schon sehr ungewöhnlich für eine jüdische Familie in der Zeit nach dem 11. September, in ein arabisches Land zu ziehen. Die meisten Amerikaner, ganz zu schweigen von den jüdischen Amerikanern, verließen die arabischen Länder und zogen zurück in die Vereinigten Staaten. Marokko ist als ein traditionell offenes und tolerantes Land bekannt. Und dennoch, während wir hier waren, gingen in Casablanca 5 Bomben hoch. Die meisten von ihnen waren gegen jüdische Ziele gerichtet.
Seit nunmehr 20 Jahren bereist Zeitlauf den Nahen Osten. Er hat erfahren müssen, Araber wissen wenig über den Holocaust. Viele leugnen ihn, nicht nur islamische Extremisten. Selbst große arabische Tageszeitungen stellen den Völkermord an den Juden immer wieder in Frage. Die Leugnung des Holocaust entstand zwar nicht in den arabischen Ländern, sie hat aber hier eine Heimat gefunden. Man sieht es in den Massenmedien, im Fernsehen. Und manchmal liest man in bestimmten Magazinen die andere Seite des Spektrums, das, was ich Holocaust-Verherrlichung nenne. Am meisten jedoch verbreitet ist das, was ich Holocaust-Relativierung nenne. Die Holocaust-Relativierung ist eine weitaus üblichere Erscheinung als die Leugnung. Robert Zetloff will diese Unwissenheit bekämpfen. Mit interessierten Arabern will er einen Dialog darüber beginnen. Die Frage ist wie. Was kann der Aufhänger sein? Das Problem ist, dass es so lange zurückliegt. Europäische Faschisten, die europäische Juden töten. Und dann ging mir eines Tages das sprichwörtliche Licht auf. Hatten vielleicht auch Araber Juden gerettet? Und damit war ich schon auf der Suche nach diesem einen Araber, der diesen einen Juden gerettet hat. Die Suche nach einem arabischen Oskar Schindler wird zum aufwendigsten Projekt in Robert Zetloffs Leben. Ein Team aus Forschern, Archivaren, Dolmetschern und Journalisten verfolgt Spuren in 11 Ländern rund um den Globus. Marokko, das Hafenviertel von Casablanca. Hier entdeckt Zetloff, dass der Holocaust auch ein Stück arabische Geschichte ist. Dieses Café huldigt dem Hollywood-Klassiker Casablanca. In dem Film von 1942 betreibt der Amerikaner Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, den Nachtclub Rick's Café, einen Treffpunkt für Emigranten. Die Inneneinrichtung ist der Filmkulisse nachempfunden und erinnert an die Zeit, als Marokko ein französisches Protektorat war und die profaschistische Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Wenn man sich den Film aufmerksam ansieht, dann gibt es da diese fantastische Szene zwischen Major Strasser und Ilsa, als der Deutsche versucht, sie zu überreden, ihren Mann zu verraten. Das Schlüsselwort ist hier in Marokko. Selbst in der berühmtesten Szene des Films, dem Abschied am Flughafen, werden Konzentrationslager erwähnt. Nine chances out of ten we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. Maybe not today. Der Film kam mitten im Krieg heraus und es hat sich alles so abgespielt. Die meisten Internierungslager in Nordafrika wurden nicht von den Nazis gebaut. Noch bevor die Deutschen den Maghreb erreichten, hatte das Vichy-Regime bereits Dutzende Lager in Marokko und Algerien errichtet. Auch die italienischen Faschisten bauten Lager. In Libyen unter anderem das berüchtigte KZ von Djado, in dem mehr Juden umkamen als sonst wo in Nordafrika. Als dann die Deutschen noch Lager in Tunesien errichteten, gab es mehr als 100 in den arabischen Ländern. Einige der schlimmsten Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs wurden in der Sahara erbaut. Das Schicksal der Insassen interessierte die Wärter nicht. Diese Lager wurden mit äußerster Brutalität geführt. Robert Zetloffs Suche nach einem Araber, der Juden vor den Konzentrationslagern bewahrt hat, führt ihn zu einem abgelegenen Bauernhof im Schatten des tunesischen Berges Jebel Zahwan. Hier trifft er einen alten Araber, der sich noch gut an die Zeit erinnern kann. Friede sei mit dir. Willkommen. Ich grüße Sie.
Geht es Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Mohammed Balul El-Ghadri erinnert sich noch gut an die Zeit, in der in einer Anlage neben der Dorfbrücke Juden unter grausamen Bedingungen zwangsinterniert waren und von den Deutschen regelmäßig gequält wurden. Sie wurden jeden Tag geschlagen. Sie benutzten dafür einen Stock von einem Lorbeerbaum. Sie mussten sich in einer Reihe aufstellen und dann schlugen sie zu. 1943, auf dem Höhepunkt der Schlacht um Tunesien, gelang einigen die Flucht. Im Frühling 43 kämpften die Alliierten gegen die Deutschen außerhalb dieses Anwesens. In der Hitze des Gefechts gelang es 60 Juden, die als Zwangsarbeiter in dem Arbeitslager interniert waren, hier auf dieses Anwesen zu flüchten. Und sie klopften heftig gegen das Tor. Si Ali Zakat, der Besitzer, hatte keine Ahnung, wer die Schlacht gewinnen würde. Er wusste nicht, ob die Deutschen oder die Alliierten den Sieg davontragen würden. Und so musste er eine schnelle Entscheidung treffen. Und er traf eine Entscheidung. Er gab allen 60 Unterschlupf. Warum ist diese Geschichte, die vor mehr als 60 Jahren Schlagzeilen machte, heute vollkommen in Vergessenheit geraten? Und warum ist Ali Zakat nicht für Juden und Araber gleichermaßen ein Held? Eine der Fragen, die sich mir bei meinen Recherchen immer wieder stellte, lautete: Warum sind Geschichten wie diese hier allgemein unbekannt? Ich denke, das hat politische Gründe. In vielen arabischen Ländern wurde es irgendwann hochgefährlich, als Helfer von Juden zu gelten. Als Robert Sadloff die Nachkommen von Ali Zakat aufspürt, muss er feststellen, dass angeblich keiner von dieser Geschichte gehört hat. Oder wollten Sie sie nicht kennen? Ali Zakat, merci beaucoup. Je vous en prie. Der Enkel von Ali Zakat dagegen ist stolz auf die Heldentat seines Großvaters. Doch wie würde der Rest der Familie auf eine Gedenktafel für die tapfere Tat des Großvaters reagieren? Ich könnte Ihnen darauf jetzt keine Antwort geben, ganz ehrlich, denn, also, ob wir wirklich eine Gedenktafel an der Wand des Bauernhofs anbringen lassen, darüber muss die Familie entscheiden. Einige werden dafür sein, andere dagegen. Einige denken, dass die deutsche Besatzung den Juden viel Schlimmes angetan hat. Andere ändern mit dem, was gerade passiert, mit dem, was sie bei Al Jazeera im Fernsehen zeigen, über Palästina ihre Meinung. Viele Tunesier haben auch Sympathien für das palästinensische Volk, denn sie sehen, wie es leidet. Es gibt eine lange gemeinsame Geschichte von Arabern und Juden in Nordafrika. Als die arabischen Eroberer 623 nach Christus den Islam nach Nordafrika brachten, wurde der jüdische Glaube toleriert. Das war die Blütezeit von Architektur, Bildung, Handel und Kultur. Zweifellos war man in den letzten 1000 Jahren besser dran, wenn man als Jude in einem muslimischen Land lebte, als Jude im Christentum. Trotzdem war die Lage für Juden in muslimischen Ländern kein Zuckerschlecken. Heute würden wir so etwas wohl Bürger zweiter Klasse nennen. Gesetze bestimmten damals, welche Kleidung Juden tragen durften, wo sie leben durften und welche Berufe sie ausüben durften. Und zeitweise gab es gewalttätige Übergriffe gegen Juden. Von Marokko bis in den Osten der arabischen Welt war dies zwar kein Dauerzustand, aber doch etwas durchaus Gängiges. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen auf die jüdischen Gemeinden Nordafrikas ganz neue Bedrohungen zu. In Europa waren Faschismus und Antisemitismus auf dem Vormarsch. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft Rest
los uns gehört. Der Zweite Weltkrieg, der Vormarsch der Nazis und ihre barbarischen Ziele brachten mehr als 500.000 Juden in den arabischen Ländern Nordafrikas in tödliche Gefahr. Hier ist es. Das ist das einzige Holocaust-Denkmal in ganz Nordafrika. Hier ist eine Gruppe von tunesischen Juden, die nach Europa deportiert und dann ermordet wurden. Hier sind Joseph Semmler und seine beiden Söhne Gilbert und Jean. Spurensuche in Frankreich. Im Herzen von Paris trifft Robert Sadloff einen Mann, dessen Familie die Tragödie der Juden im französischen Nordafrika hautnah miterlebt hat. Das ist mein Großvater, Joseph Semmler. Da ist er 54. Das ist kurz bevor er verhaftet wurde, in Tunis. Das ist mein Vater, Gilbert. Gilbert Semmler war Kadett in der berühmtesten Militärakademie Frankreichs, der École Polytechnique. Als Deutschland 1940 Frankreich überfiel, kämpfte Gilbert tapfer an der Front. Doch der Feldzug Hitlers geriet zum Blitzkrieg. Unter der Führung von Generälen wie Erwin Rommel rückten die deutschen Panzerkolonnen in bislang unbekannter Schnelligkeit vor. Für Frankreichs Juden verschlechterte sich die Situation von Tag zu Tag. Die französischen Kollaborateure unter Marschall Pétain waren ebenso antisemitisch wie Hitlers Nationalsozialisten. Die gesamte Palette der antisemitischen Ressentiments gegenüber Juden in Deutschland wurde von Vichy Frankreich nachgeahmt. Juden wurden vom öffentlichen Leben in Frankreich ausgeschlossen. Frankreich war für Juden nun nicht mehr sicher. Als mein Vater nach Tunesien zu seiner Familie zurückkehrte, war das vor allem, um zu arbeiten. Und auch, um den Gesetzen zu entgehen, die die französische Regierung durchgesetzt hatte. Den antijüdischen Gesetzen, den Vichy-Gesetzen. Doch auch die Juden im französischen Nordafrika waren jetzt nicht mehr sicher. Da waren überall Fotos von Pétain. Und natürlich der faschistische Gruß und alles, was dazugehörte. In diesem Zeitungsarchiv in Rabat ist die antisemitische Menschenverachtung des Vichy-Regimes in Nordafrika dokumentiert. Jüdische Geschäfte wurden enteignet. Juden durften ihre Berufe nicht mehr ausüben. Tausende jüdischer Kinder wurden aus den Schulen verbannt. Denen, die Franzosen waren, wurde die französische Staatsbürgerschaft aberkannt. Es war eben genau dasselbe Regime wie in Frankreich unter Vichy. Auch Gilbert Semmlers jüngerer Bruder Jean wurde Opfer der antijüdischen Gesetze von Vichy. Er wurde gezwungen, das Gymnasium zu verlassen. Inzwischen lebten die Juden in Nordafrika genauso gefährlich wie die europäischen Juden. In Marokko und Algerien errichteten die Vichy-Franzosen Dutzende von Arbeitslagern. Heute sind fast alle Überreste dieser Lager verschwunden. Wenige Spuren davon findet man hier im marokkanischen Tentrara. Verfallene Baracken als Mahnmal des Schreckens. Uh,
Hier sehen wir eins von einem ganzen Netz von Lagern entlang einer Linie durch die gesamte Nordsahara. Die ganze Strecke von Marokko bis nach Algerien. Die Insassen waren hauptsächlich Juden aus Mitteleuropa, die vor den Nazis in Frankreich Zuflucht gesucht hatten und die dann hierher deportiert wurden. Propagandafilme des französischen Vichy-Regimes zeigen Zwangsarbeiter, die eine Eisenbahnstrecke durch die Sahara bauen. Die meisten von ihnen waren aus politischen Gründen inhaftiert. Ungefähr ein Drittel wegen des Verbrechens, Jude zu sein. Zwei Stunden von der Stadt Bergent entfernt finden sich weitere Spuren des Schreckens. Die Internierten nannten diesen Ort Buchenwald in der Sahara. Das ist der Bahnhof. Nicht weit von hier liegt das Arbeitslager. Die Juden bauten diese Eisenbahnstrecke zusammen mit anderen Zwangsarbeitern. Das wissen wir von polnisch-jüdischen Überlebenden, die nach ihrer Befreiung mit dem britischen Geheimdienst gesprochen haben. Nach Aussage eines Überlebenden begrüßte sie der Lagerkommandant mit den Worten: Ihr seid alle zum Sterben hierher gekommen. Ihr seid der Abschaum Europas. Ich sorge dafür, dass ihr hier alle sterbt. Und was ich mache, mache ich richtig. Es gab viele Möglichkeiten zu sterben. Du bekamst die Ruhe oder Malaria. Oder du verdurstest oder verhungerst. Oder wirst von einer Schlange gebissen und in einer Stunde bist du tot. Mein bester Freund musste sein eigenes Grab ausheben und dort den ganzen Tag lang ungeschützt liegen. Zuerst haben sie ihm ein Auge kaputtgeschlagen und dann brachen sie ihm die Arme. Und nach einigen Tagen starb er dann. ...1942 wurde Tunesien als einziges arabisches Land unmittelbar von Deutschland besetzt. Die Wehrmachtssoldaten zogen vom alten Karthago in die moderne Innenstadt von Tunis. Die jüdische Gemeinde geriet immer mehr in Bedrängnis. Im damaligen Hotel Majestic war das Hauptquartier der SS untergebracht, die unter dem Kommando von Obersturmbahnführer Walter Rauf stand. Walter Rauf ist einer der Erfinder der mobilen Gaswagen, die zunächst in Osteuropa zum Einsatz kamen. Er hat Abertausende von Juden umgebracht. Rauf befahl, dass sich 2000 jüdische Männer zur Zwangsarbeit an dieser Straßenbahnhaltestelle einzufinden hätten. Doch der jüdischen Gemeinde war es nicht möglich, die geforderten Zwangsarbeiter so schnell zu stellen. Deshalb ließ Rauf am 9. Dezember 1942 die Hauptsynagoge stürmen und die Betenden in ein Lager deportieren. Robert Sadloff ist zurück in Paris. Hier trifft er Juden, die den Holocaust in Tunesien überlebt haben. Sie klebten Plakate an die Synagoge, auf denen sie Sklavenarbeiter verlangten. 500 Personen. Die Arbeiter wurden alle gezwungen, den gelben Stern mit der Aufschrift Jude zu tragen. Sie nahmen Kinder im Alter von 10 bis 12, die schon kräftig waren. Ich war damals 10. Ich war jung. Ich konnte arbeiten. Da durfte man nicht trödeln. Man musste sehr schnell arbeiten. Und wenn wir zu langsam waren, schlugen sie uns mit ihren Gewehrkolben. Selbst bei der Bombardierung von Tunis mussten die Juden weiterarbeiten. Für viele ein Todesurteil. Mehr als einer von uns war draußen, als die Luftangriffe begannen. Und als die Bomben einschlugen, wurden sie getötet. In Paris will Robert Sadloff mehr darüber erfahren, wie die Araber mit ihren jüdischen Nachbarn umgegangen sind. Wie die meisten Nichtjuden in Europa reagierte auch die Mehrheit der Araber gleichgültig auf die Verfolgung ihrer jüdischen Landsleute. Die meisten hatten selbst unter den kriegsbedingten Entbehrungen zu leiden. Doch es gab auch offenen Hass. Sie sagten zu uns, ihr seid schuld. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Euch Juden werden wir alle die Kehle durchschneiden. Und dann haben sie sich ein Lied auf Arabisch ausgedacht. Das ging so: Schwing deinen Spaten, Shalom. Shalom, damit sind die Juden gemeint.
Einige Araber traten sogar der deutschen Wehrmacht bei. Andere meldeten sich freiwillig als Aufseher für die Arbeitslager, in denen Juden interniert waren. Auf der Suche nach Überlebenden der Lager stößt Robert Zetloff in Paris zufällig auf einen Mann, der Walter Rauffs SS-Truppen entkommen konnte. Ein arabischer Nachbar hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Joseph Nakashs Leben zu retten. Neben unserem Wohnhaus lebte ein Araber. Er hieß Abdul Jalil. Er hatte ein Hammam, ein Dampfbad. Er hat mir gesagt, dass ich zu ihm kommen solle, falls die Deutschen auftauchen würden. Er war freundlich zu uns. Haben Sie Abdul Jalil dafür Geld bezahlt? Nein, nichts. Einfach so? Einfach so, aus reiner Güte. Während der deutschen Besatzung lebte Joseph Nakash in diesem Arbeiterviertel von Tunis. Viele Steinmetze haben hier ihre Werkstatt. Das arabische Wort für Steinmetz oder Marmorschleifer lautet Nakash. Für jemanden, der von Ereignissen sprach, die vor 60 Jahren passiert sind, konnte sich Joseph Nakash an sehr viele Einzelheiten erinnern. Und so ging ich der Sache auf den Grund. Gibt es eine Gasse Nakash? Ist das da vorne an der Straße? Hier ist sie, Sanga Nakash. Das ist also die Straße Nakash. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Ich suche das Haus, das früher das Haus der Familie Nakash war. Das ist von den Nakashs. Danke. Gibt es hier in der Nähe ein Dampfbad? Ja, in diese Richtung. In welcher Straße? Da drüben, rechts. Hier nach rechts. Vielen Dank, Madame. Ich habe sein Haus gefunden, ich habe das Dampfbad gefunden. Guten Morgen. Guten Morgen, gepriesen sei Gott. Ist dies das Hammam von Herrn Abdul Jalil? Ganz genau. Wirklich? Ja. Und wer sind Sie? Ich bin sein Sohn. Der Sohn von Herrn Abdul Jalil? Ja, der Sohn von Herrn Abdul Jalil. Und nun haben wir sogar den Sohn des Hammam-Besitzers gefunden. Und der Sohn des Hammam-Besitzers erklärt uns, was sein Vater für ein Mensch gewesen ist. Ist das ein Foto von Ihrem Vater? Ja, das ist er. Hamza Abdul Jalil, mein Vater. Können Sie sich an die Familie Nakash erinnern? Ja. Oder an den Namen Nakash? Ich habe davon gehört. Wirklich? Ja. Warum glauben Sie, hat Ihr Vater Herrn Nakash hier versteckt? Er hat Herrn Nakash versteckt, weil Muslime und Israeliten oder Juden, wie Sie es sagen, fast wie Brüder waren. Aha. Wie Brüder. Zwar hatte jeder seine eigene Religion, aber wir lebten trotzdem wie Brüder. Das ist wunderbar. Für uns ist das eine Ehre. Eine Ehre. Wunderbar. Ja, ob Jude, Christ oder Muslim, wir sind doch alle Menschen. Ja. Das ist ein Akt von Menschlichkeit. Wissen Sie, es gibt überall gute Menschen auf der ganzen Welt. Man kann nicht sagen, dass alle Menschen schlecht sind. Es gibt viele Leute, die gut, die menschlich sind. Schon bald findet Robert Zetloff heraus, dass Joseph Nakashs Geschichte kein Einzelfall ist. In Marokko steht das Mausoleum von König Mohammed V. Im Inneren zitieren Imame viele Stunden täglich aus dem Koran. Der König widersetzte sich dem Vichy-Regime. Er erklärte, in seinem Land gebe es keine Juden oder Araber. In seinem Königreich gebe es nur marokkanische Untertanen.
André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte nein, nein zu den Gesetzen des Vichy-Staats. Jetzt, lange Zeit später, also 60 Jahre später, denke ich immer noch, dass es Mohammed V. war, der den Begriffen politische Ehre und politischer Mut wahre Bedeutung verliehen hat. Der marokkanische Jude Serge Berdugo kennt die Geschichte eines Vichy-Generals, der zu Mohammed V. sagte, hier sind 200.000 gelbe Sterne für die Juden in ihrem Land. Und der König soll gesagt haben, aber das ist nicht genug. Sie brauchen mindestens 20 mehr. Der General fragte ihn, warum denn 20? Er sagte, weil meine Familie und ich genau 20 sind. Diese Geschichte verbreitete sich im Handumdrehen in allen jüdischen Vierteln. In Algerien stießen die antijüdischen Vichy-Gesetze vor allem bei den muslimischen Geistlichen auf Widerstand. Die religiösen Instanzen, die Imame von Algier, verkündeten von den Kanzeln der Moscheen, dass es jedem gläubigen Muslim verboten war, als Verwalter von enteignetem jüdischem Besitz zu arbeiten. Und jeder Moslem in Algier hielt sich daran. Obwohl Tunesien unter der Kontrolle der Nazis stand, leistete der Bey von Tunis, Muhammad al-Munsif, Widerstand. Er tat alles, um die geplanten Repressalien gegen die Juden zu verzögern. Als er die jüdische Delegation empfing, sagte mein Großvater zu ihm, dass er die Juden als seine Kinder betrachte, im gleichen Maße wie die Muslime. Die Nazis zogen die Schlinge um das besetzte Tunesien immer enger. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs und seiner Heimkehr nach Tunis musste Gilbert Semler mit ansehen, wie sich die Lage für die jüdischen Gemeinden in Nordafrika immer weiter verschlechterte. Ende 1942 zog die Familie in die Küstenstadt Hammamet. Hier beschlossen Gilbert, sein Bruder und sein Vater, sich dem Widerstand anzuschließen. Heimlich wollten sich die drei Männer nach Algerien durchschlagen, um gegen die Nazis und das Vichy-Regime zu kämpfen. An der Hauptstraße von Hammamet liegt die Villa Sébastien. Während des Krieges war sie das Hauptquartier des deutschen Feldmarschalls Erwin Rommel. Ein Freund der Familie Semler sollte bei der gefährlichen Reise helfen. Sie legten ihr Schicksal in die Hände eines Freundes meines Großvaters, der sie durch die deutschen Stellungen hindurchführen sollte. Als tunesische Bauern verkleidet, wollten sich die Semler-Brüder zusammen mit ihrem Vater auf Eselsfuhrwerken über die Grenze nach Algerien machen. Der Freund, der ihnen helfen sollte, war der Araber Hassan Ferjani. Doch Ferjani verriet die Familie Semler und führte sie direkt zu dem deutschen Kontrollposten an der Villa Sébastien. Leider verriet der Freund meines Großvaters sie und die Deutschen verhafteten sie. Obwohl sie aussahen wie Tunesier. Gilbert Semler, sein Bruder und sein Vater wurden verhaftet und in einer alten türkischen Festung in den Kerker geworfen. Der angebliche Beweis gegen sie war die Zeugenaussage von Ferjani, der sie der Spionage bezichtigte. Er sagte, dass sie fliehen wollten, um Deutschland und Tunesien zu schaden. Während ihr Mann und ihre beiden Söhne im Gefängnis waren, versuchte Semlers Ehefrau alles, um die Freilassung ihrer Familie zu erreichen. Doch als sie den deutschen Behörden mitteilte, dass ihr Mann ein französischer Armeeoffizier sei, der nicht einfach eingesperrt werden dürfe, sagte man ihr nur, dann hätten sie eben keinen Juden heiraten sollen. Im April 1942 wurden die Semlers zusammen mit anderen Gefangenen nach Deutschland geflogen. Und dort wurden alle Gefangenen in Todes- und Konzentrationslager gebracht. Mein Vater und meine Brüder wurden nach Dachau geschickt, wo sie ein Jahr lang blieben. Es sollte 12 Monate dauern, bis die Nazis über das Schicksal der Semlers entschieden. Seine Recherche führt Robert Sadloff auf diesen tunesischen Bauernhof und zu der vielleicht erstaunlichsten Geschichte von allen. Der Hinweis kam von einer älteren jüdischen Frau aus Kalifornien.
Kurz vor ihrem Tod hatte Annie Boukris Robert Sadloff von einem arabischen Grundbesitzer berichtet, der ihre Familie und eine weitere auf seinem Hof versteckt und ihnen so das Leben gerettet hat. Robert Sadloffs Suche nach dem Mann, der zwei jüdische Familien vor dem Zugriff der Nazis bewahrte, beginnt in New York. Hier lebte Khaled Abdul Wahab einige Zeit in den 30er Jahren. Eine Zeit lang arbeitete er als Fotomodell. Er hatte Architektur, Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Er war definitiv ein Mann von Welt. Khaled war ein attraktiver, ein auffallend attraktiver Mann. Einer seiner Geschäftspartner sagte einmal, dass Khaled vielleicht die Frauen liebte, aber noch mehr liebten die Frauen ihn. Khaled hat nie viel von sich und seinem Leben erzählt. Ahmed Smawi war einer seiner wenigen Vertrauten. Er war ein sehr, sehr diskreter Mann. Aber ich weiß, dass es in seinem Leben eine sehr bewegte Zeit gegeben hat, während des Zweiten Weltkrieges, dass er damals bestimmte Dinge getan hat. Ich weiß, dass in seinem Haus in Tlalsa, in der Nähe von El Djem, bedeutende Dinge geschehen sind. Selbst Khaleds Tochter weiß nur wenig von den Heldentaten ihres Vaters. Er erzählte mir, dass er während des Krieges einige jüdische Familien aufgenommen hat. Mehr hat er nicht gesagt? Nein, keine Einzelheiten. Nur drei oder vier Worte. Um mehr zu erfahren, reist Robert Sadloff erneut nach Paris. Hier trifft er auf die Cousine von Annie Boukris. Und tatsächlich gehörte auch sie zu den Juden, die sich damals bei Khaled versteckt hielten. Edmé Maslia war 11 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht das Haus ihrer Eltern beschlagnahmte. Meine Eltern sagten zu uns, holt eure Sachen, wir gehen fort. Also ließen wir alles zurück, unsere Möbel, alles. Wir nahmen nur unsere Kleider mit. Zunächst wurden Edmés Familie und die ihrer Cousine Annie in einer Olivenfabrik versteckt. Doch sicher waren die jüdischen Familien hier nicht. Sie schwebten in größter Gefahr. Und Khaled Abdul Wahab wusste das. Als die Deutschen Mahdia erreichten, beschloss der wohlhabende und angesehene Khaled, die deutschen Offiziere zum Abendessen einzuladen, um zu hören, was sie vorhatten. Khaled erfuhr dabei anscheinend, dass einer der Offiziere ein Auge auf eine jüdische Frau namens Odette Boukris geworfen hatte. Khaled kannte die Familie und wusste, dass Odette Boukris Familie bereits Zuflucht in der Olivenanlage gefunden hatte. In derselben Nacht ging Khaled in die Olivenfabrik und sagte den jüdischen Familien, dass sie hier nicht mehr sicher seien. Khaled nahm sie mit auf seinen Hof und versteckte beide Familien in den Viehställen. Über 60 Jahre später kehrt Edmé zusammen mit Khaleds Tochter Faiza genau an diese Stelle zurück. Ich habe gestern Abend vor dem Schlafengehen viel nachgedacht. Ich war sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin nervös. Es ist ein sehr wichtiger Tag für mich, denn ich fahre mit Edmé zu unserem Hof. Ich glaube, uns verbindet etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, was ich sehen werde. Ich habe Erinnerungen und ich bin gespannt, ob das, was ich sehen werde, meinen Erinnerungen entspricht. Mein Gott, es hat sich alles verändert. Das ist verrückt, verrückt. Das bewegt mich wirklich sehr. Die Erinnerungen an die schreckliche Zeit. Die Gefühle. All das überwältigt Edmé. Woran denken Sie in diesem Moment? An meinen Vater, meine Mutter, den Krieg. Es ist hart. Aber seitdem ist schon viel Zeit vergangen.
Khaleds Hof schien das perfekte Versteck für die beiden jüdischen Familien zu sein. Doch kurz nach ihrer Ankunft schlug ein deutsches Regiment sein Lager direkt neben Khaleds Anwesen auf. Khaled kam zu uns und sagte: Tragt euren gelben Stern nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand weiß, dass ihr Juden seid. Edmé sucht nach dem Viehstall, in dem sich die beiden Familien vor den Deutschen versteckt hielten. Dort, siehst du? Da ist es. Das war es. Und da sind die anderen Mauern. Genau da. Wir haben hier gewohnt, an dieser Stelle. Stimmt. Das scheint mir richtig zu sein. Das ist die Stelle. Dort haben wir gewohnt. Anis Familie war da und wir waren dort. Und Sie waren dort? Ja. Direkt daneben. Und nur ein Vorhang zwischen den beiden? Nein, nur ein Vorhang im Eingangsbereich. Ja. Und genau hier wurden die Familien eines Nachts von einem deutschen Soldaten entdeckt. Khaled lud regelmäßig deutsche Soldaten zu sich ein, um über deren Pläne auf dem Laufenden zu sein. Eines Nachts kam ein betrunkener Offizier in den Viehstall, wo sich die beiden jüdischen Familien versteckt hielten. Vermutlich hatte er sich im Garten verlaufen oder ich weiß nicht. Jedenfalls kam er bis zu unserem Gebäude, das heißt zu dem Raum, in dem die Familie Bukris lebte. Und Edmé, voller Angst, musste alles mit anhören. Er kam einfach rein. Es gab ja keine Türen, wir hatten Vorhänge. Er redete 2 Stunden lang auf sie ein. 2 Stunden lang auf diese armen Frauen. Er sagte zu ihnen: Ich weiß, dass ihr Juden seid. Und ich werde euch alle töten. Und mit dir fange ich an. Doch genau in diesem Moment erschien Khaled. Es war, als sei der Messias gekommen. Plötzlich sahen wir, wie sich die Türe dort, wie sich der Vorhang öffnete. Und Khaled kam herein. Er hatte überall nach dem Deutschen gesucht. Und er nahm ihn und führte ihn weg. Glücklicherweise hatte Khaled ihm vorher seine Pistole abgenommen. Er konnte ihn dann irgendwie beruhigen und schickte ihn einfach weg. Am nächsten Morgen sagte er zu uns: Zum Glück hatte ich ihnen ihre Waffen abgenommen, bevor ich ihnen zu essen und zu trinken gab. Sonst hätte es an diesem Abend ein Massaker gegeben. Final chapter in the United Nations drive to seal the doom of the... Im Frühjahr 1944 wendete sich das Blatt für die deutsche Wehrmacht in Tunesien. Sie war plötzlich von 2 Seiten eingekesselt. Die Amerikaner rückten von Osten, die Briten von Westen vor. The Germans' great African war machine collapses. 175,000 surrendered to the Allies in 5 days. Das Leiden der Juden in Nordafrika war zu Ende. Hysterically happy crowds hail the British, the French, the Americans as liberators. Die Zeit der Unterdrückung war beendet. Eagerly, a liberated people destroy all reminders of the Nazi occupation. Das freie Frankreich übernahm die Kontrolle in Nordafrika. Den Verrätern wurde der Prozess gemacht. Unter ihnen war auch Hassan Ferjani, der Mann, der Joseph Semmler und seine beiden Söhne verraten hatte. Hassan Ferjani wurde von den Freien Franzosen verhaftet. Und als sie gegen ihn ermittelten, entdeckten sie Ferjanis schreckliche Rolle in dieser ganzen Geschichte. Doch der Tag der Befreiung kam für die Semlers zu spät. Zur selben Zeit, als Ferjani in Tunesien vor Gericht stand, wurden Joseph und seine Söhne von Dachau in das Gefängnis von Halle verlegt. Ferjanis Urteil: 14 Jahre Haft. Die Semlers hatten weniger Glück. Die höchste Justizinstanz des Dritten Reiches entschied über ihr Schicksal. Sie verurteilte sie 1944 zum Tode. An einem Julimorgen des Jahres 1944 wurden Gilbert, Jean und ihr Vater Joseph aus ihren Zellen geholt. Die 3 wurden nacheinander hingerichtet, enthauptet, während die anderen zusehen mussten. Nach Aussage eines Mithäftlings sind die Semlers nur deshalb mit der Guillotine hingerichtet worden, weil sie Juden waren.
In seinem letzten Brief an seine Frau Lila drängte Gilbert sie, ihre ganze Liebe ihrem dreijährigen Sohn Frédéric zu geben. Der Brief ist in einem Buch abgedruckt, das Frédéric geschrieben hat. Lehre ihn, dass Geben seliger ist denn Nehmen. Dass Freundschaft das größte Glück auf der Welt ist. Dass Arbeit Freude macht, wenn sie mit Verstand ausgeführt wird. Es ist schwierig, in einem Brief zu erklären, was ich so gerne selbst täte. Mach einen Ehrenmann aus ihm, einen Mann, der sein Wort hält. Er sagte zu ihr, Lila, ich werde dir jetzt etwas sagen, das mir das Herz bricht. Doch ich glaube, es ist lebenswichtig für dein Glück und für das von Freddy. Lila, du musst wieder heiraten. Mehr als 6 Jahrzehnte später besucht Edmé Maslia die Orte ihrer Kindheit. Erinnerungen an eine Zeit vor dem Krieg, als Araber und Juden dort noch in Harmonie zusammenlebten. Die jüdische Religion wurde respektiert und akzeptiert. Zum Ende des Ramadan schlossen die Juden ihre Geschäfte. Zum jüdischen Neujahrsfest schlossen die Araber ihre Geschäfte. An Yom Kippur war alles geschlossen. Der jüdische Bevölkerungsanteil in Nordafrika ist heute auf 1% geschrumpft. Nach Gründung des jüdischen Staats 1948 zogen viele nach Israel. Dann kam der arabische Nationalismus der 50er Jahre. Er ließ die Vertreibung der Juden wieder aufleben. In Mahdia lebt nur noch ein einziger Jude. Er kümmert sich um die verfallene Synagoge und entzündet am Sabbat die Kerzen. Robert Sadloff will mit seinem Buch Among the Righteous den Grundstein für einen neuen Dialog zwischen Juden und Arabern legen. Ich habe in vielen arabischen Ländern Vorträge zu diesem Thema gehalten und in zahlreichen Ländern Interviews gegeben. Dabei kam es immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Man sollte auch den Holocaust untersuchen, der gerade in Palästina passiert. Ich glaube, die erste Abwehrreaktion ist, weshalb reden wir über den Holocaust an den Juden, wenn doch gerade ein Holocaust an den Palästinensern verübt wird? Aber es gibt einen Holocaust seit 1948, darüber muss geredet werden. Richtig, da sind wir uns einig. Die Araber waren nicht für den Holocaust verantwortlich. Doch einzelne Araber trafen eine persönliche Wahl, zum Guten oder zum Bösen. Selbst unter den Nazis trafen sie ihre Wahl. Bisher wurde der Holocaust fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der europäischen Juden betrachtet. Ihr unvorstellbares Leid hat die Erlebnisse der jüdischen Gemeinden in Nordafrika aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt. Robert Sadloff ist bei seinen Recherchen auf zahlreiche Juden gestoßen, die von Arabern gerettet wurden. Da waren 2 oder 3 Deutsche mit Maschinenpistolen. Doch zum Glück war da ein Araber namens Hassin. Sie sind draußen geblieben. Er hielt die Tür mit beiden Händen zu. Als die Deutschen begannen, an die Türen zu klopfen, sagte unsere Nachbarin, die Shelby hieß, zu ihr, hab Vertrauen, Amana, Amana. Das heißt Vertrauen auf Arabisch. Lass sie bei meinen Kindern und hab keine Angst. Wenn ich diesen arabischen Muslim finden könnte, der meine Familie gerettet hat, dann würde ich ihn küssen, ihn umarmen und ihm danken. Wie würden Sie reagieren, wenn Yad Vashem auch muslimische Araber gedenken würde? Ich würde das sehr begrüßen. Wir sollten niemals die Menschen vergessen, die den Mut hatten, zu einer Zeit gerecht zu sein, in der das nahezu unmöglich war. Trotz der Aussagen von Augenzeugen war der Rat der Gedenkstätte von Yad Vashem bislang dagegen, Khaled Abdul Wahab in den Garten der Gerechten aufzunehmen.
Dennoch hat Khaleds Geschichte zahlreiche jüdische Institutionen, wie diese Synagoge in Washington D.C., inzwischen veranlasst, seine Tapferkeit ausdrücklich anzuerkennen. Today, als Tochter von Khaled Abdul Wahab strecke ich heute meinen jüdischen Brüdern und Schwestern meine Hände als aufrichtige und wahrhaftige Brücke entgegen. Gemeinsam können wir einen Raum für einen Dialog zwischen unseren Völkern schaffen. Eine Zeremonie wie diese hier ist eine hervorragende Möglichkeit, um uns einander näher zu bringen. Vielen Dank. Durch Khaleds Ehrung wird auch all der anderen, namenlosen Araber gedacht, die Juden in der Stunde der Not geholfen haben. Wurden Gilbert, Jean und ihr Vater Joseph aus ihren Zellen geholt. Die drei wurden nacheinander hingerichtet, enthauptet, während die anderen zusehen mussten. Nach Aussage eines Mithäftlings sind die Semlers nur deshalb mit der Guillotine hingerichtet worden, weil sie Juden waren. In seinem letzten Brief an seine Frau Lila drängte Gilbert sie, ihre ganze Liebe ihrem dreijährigen Sohn Frédéric zu geben. Der Brief ist in einem Buch abgedruckt, das Frédéric geschrieben hat. Lehre ihn, dass Geben seliger ist denn Nehmen. Dass Freundschaft das größte Glück auf der Welt ist. Dass Arbeit Freude macht, wenn sie mit Verstand ausgeführt wird. Es ist schwierig, in einem Brief zu erklären, was ich so gerne selbst täte. Mach einen Ehrenmann aus ihm, einen Mann, der sein Wort hält. Er sagte zu ihr, Lila, ich werde dir jetzt etwas sagen, das mir das Herz bricht. Doch ich glaube, es ist lebenswichtig für dein Glück und für das von Freddy. Lila, du musst wieder heiraten. Mehr als 6 Jahrzehnte später besucht Edmé Maslia die Orte ihrer Kindheit. Erinnerungen an eine Zeit vor dem Krieg, als Araber und Juden dort noch in Harmonie zusammenlebten. Die jüdische Religion wurde respektiert und akzeptiert. Zum Ende des Ramadan schlossen die Juden ihre Geschäfte. Zum jüdischen Neujahrsfest schlossen die Araber ihre Geschäfte. An Yom Kippur war alles geschlossen. Der jüdische Bevölkerungsanteil in Nordafrika ist heute auf 1% geschrumpft. Nach Gründung des jüdischen Staats 1948 zogen viele nach Israel. Dann kam der arabische Nationalismus der 50er Jahre. Er ließ die Vertreibung der Juden wieder aufleben. In Mahdia lebt nur noch ein einziger Jude. Er kümmert sich um die verfallene Synagoge und entzündet am Sabbat die Kerzen. Robert Sadloff will mit seinem Buch Among the Righteous den Grundstein für einen neuen Dialog zwischen Juden und Arabern legen. Ich habe in vielen arabischen Ländern Vorträge zu diesem Thema gehalten und in zahlreichen Ländern Interviews gegeben. Dabei kam es immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Man sollte auch den Holocaust untersuchen, der gerade in Palästina passiert. Ich glaube, die erste Abwehrreaktion ist, weshalb reden wir über den Holocaust an den Juden, wenn doch gerade ein Holocaust an den Palästinensern verübt wird? Aber Wacht, die unter dem Kommando von Obersturmbahnführer Walter Rauf stand. Walter Rauf ist einer der Erfinder der mobilen Gaswagen, die zunächst in Osteuropa zum Einsatz kamen. Er hat Abertausende von Juden umgebracht. Rauf befahl, dass sich 2000 jüdische Männer zur Zwangsarbeit an dieser Straßenbahnhaltestelle einzufinden hätten. Doch der jüdischen Gemeinde war es nicht möglich, die geforderten Zwangsarbeiter so schnell zu stellen.
Deshalb ließ Rauf am 9. Dezember 1942 die Hauptsynagoge stürmen und die Betenden in ein Lager deportieren. Robert Sadloff ist zurück in Paris. Hier trifft er Juden, die den Holocaust in Tunesien überlebt haben. Sie klebten Plakate an die Synagoge, auf denen sie Sklavenarbeiter verlangten. 500 Personen. Die Arbeiter wurden alle gezwungen, den gelben Stern mit der Aufschrift Jude zu tragen. Sie nahmen Kinder im Alter von 10 bis 12, die schon kräftig waren. Ich war damals 10. Ich war jung. Ich konnte arbeiten. Da durfte man nicht trödeln. Man musste sehr schnell arbeiten. Und wenn wir zu langsam waren, schlugen sie uns mit ihren Gewehrkolben. Selbst bei der Bombardierung von Tunis mussten die Juden weiterarbeiten. Für viele ein Todesurteil. Mehr als einer von uns war draußen, als die Luftangriffe begannen. Und als die Bomben einschlugen, wurden sie getötet. In Paris will Robert Sadloff mehr darüber erfahren, wie die Araber mit ihren jüdischen Nachbarn umgegangen sind. Wie die meisten Nichtjuden in Europa reagierte auch die Mehrheit der Araber gleichgültig auf die Verfolgung ihrer jüdischen Landsleute. Die meisten hatten selbst unter den kriegsbedingten Entbehrungen zu leiden. Doch es gab auch offenen Hass. Sie sagten zu uns, ihr seid schuld. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Euch Juden werden wir alle die Kehle durchschneiden. Und dann haben sie sich ein Lied auf Arabisch ausgedacht. Das ging so. Schwing deinen Spaten, Shalom. Shalom, damit sind die Juden gemeint. Einige Araber traten sogar der deutschen Wehrmacht bei. Andere meldeten sich freiwillig als Aufseher für die Arbeitslager, in denen Juden interniert waren. Auf der Suche nach Überlebenden der Lager stößt Robert Sadloff für Dugo, kennt die Geschichte eines Vichy-Generals, der zu Mohammed V. sagte, hier sind 200.000 gelbe Sterne für die Juden in ihrem Land. Und der König soll gesagt haben, aber das ist nicht genug, sie brauchen mindestens 20 mehr. Der General fragte ihn, warum denn 20? Er sagte, weil meine Familie und ich genau 20 sind. Diese Geschichte verbreitete sich im Handumdrehen in allen jüdischen Vierteln. In Algerien stießen die antijüdischen Vichy-Gesetze vor allem bei den muslimischen Geistlichen auf Widerstand. Die religiösen Instanzen, die Imame von Algier, verkündeten von den Kanzeln der Moscheen, dass es jedem gläubigen Muslim verboten war, als Verwalter von enteignetem jüdischem Besitz zu arbeiten. Und jeder Moslem in Algier hielt sich daran. Obwohl Tunesien unter der Kontrolle der Nazis stand, leistete der Bey von Tunis, Muhammad al-Munsif, Widerstand. Er tat alles, um die geplanten Repressalien gegen die Juden zu verzögern. Als er die jüdische Delegation empfing, sagte mein Großvater zu ihm, dass er die Juden als seine Kinder betrachte, im gleichen Maße wie die Muslime. Die Nazis zogen die Schlinge um das besetzte Tunesien immer enger. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs und seiner Heimkehr nach Tunis musste Gilbert Semler mit ansehen, wie sich die Lage für die jüdischen Gemeinden in Nordafrika immer weiter verschlechterte. Ende 1942 zog die Familie in die Küstenstadt Hammamet. Hier beschlossen Gilbert, sein Bruder und sein Vater, sich dem Widerstand anzuschließen. Heimlich wollten sich die drei Männer nach Algerien durchschlagen, um gegen die Nazis und das Vichy-Regime zu kämpfen. An der Hauptstraße von Hammamet liegt die Villa Sébastien. Während des Krieges war sie das Hauptquartier des deutschen Feldmarschalls Erwin Rommel. Ein Freund der Familie Semler sollte bei der gefährlichen Reise helfen. Sie legten ihr Schicksal in die Hände eines Freundes meines Großvaters, der sie durch die deutschen Stellungen hindurchführen sollte.
Als tunesische Bauern verkleidet, wollten sich die Semmler-Brüder zusammen mit ihrem Vater auf Eselsfuhrwerken über die Grenze nach Algerien machen. Der Freund, der ihnen helfen sollte, war der Araber Hassan Ferjani. Doch Ferjani verriet die Familie Semmler und führte sie direkt zu dem deutschen Kontrollposten an der Villa Sebastian. Leider verriet der Freund meines Großvaters sie und die Deutschen verhafteten sie. Er kümmert sich um die verfallene Synagoge und entzündet am Sabbat die Kerzen. Robert Sadloff will mit seinem Buch Among the Righteous den Grundstein für einen neuen Dialog zwischen Juden und Arabern legen. Ich habe in vielen arabischen Ländern Vorträge zu diesem Thema gehalten und in zahlreichen Ländern Interviews gegeben. Dabei kam es immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Man sollte auch den Holocaust untersuchen, der gerade in Palästina passiert. Ich glaube, die erste Abwehrreaktion ist: Weshalb reden wir über den Holocaust an den Juden, wenn doch gerade ein Holocaust an den Palästinensern verübt wird? Aber es gibt einen Holocaust seit 1948, darüber muss geredet werden. Richtig, da sind wir uns einig. Die Araber waren nicht für den Holocaust verantwortlich. Doch einzelne Araber trafen eine persönliche Wahl, zum Guten oder zum Bösen. Selbst unter den Nazis trafen sie ihre Wahl. Bisher wurde der Holocaust fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der europäischen Juden betrachtet. Ihr unvorstellbares Leid hat die Erlebnisse der jüdischen Gemeinden in Nordafrika aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt. Robert Sadloff ist bei seinen Recherchen auf zahlreiche Juden gestoßen, die von Arabern gerettet wurden. Da waren zwei oder drei Deutsche mit Maschinenpistolen. Doch zum Glück war da ein Araber namens Hassin. Sie sind draußen geblieben. Er hielt die Tür mit beiden Händen zu. Als die Deutschen begannen, an die Türen zu klopfen, sagte unsere Nachbarin, die Shelby hieß, zu ihr: Hab Vertrauen. Amana, Amana. Das heißt Vertrauen auf Arabisch. Lass sie bei meinen Kindern und hab keine Angst. Wenn ich diesen arabischen Muslim finden könnte, der meine Familie gerettet hat, dann würde ich ihn küssen, ihn umarmen und ihm danken. Wie würden Sie reagieren, wenn Yad Vashem auch muslimische Araber gedenken würde? Ich würde das sehr begrüßen. Wir sollten niemals die Menschen vergessen, die den Mut hatten, zu einer Zeit gerecht zu sein, in der das nahezu unmöglich war. Trotz der Aussagen von Augenzeugen war der näher ein Dampfbad? Ja, in diese Richtung. In welcher Straße? Da drüben rechts. Hier nach rechts. Vielen Dank, Madame. Ich habe sein Haus gefunden. Ich habe das Dampfbad gefunden. Guten Morgen. Guten Morgen, gepriesen sei Gott. Ist dies das Hammam von Herrn Abdul Jalil? Ganz genau. Wirklich? Ja. Und wer sind Sie? Ich bin sein Sohn. Der Sohn von Herrn Abdul Jalil? Ja, der Sohn von Herrn Abdul Jalil. Und nun haben wir sogar den Sohn des Hammam-Besitzers gefunden. Und der Sohn des Hammam-Besitzers erklärt uns, was sein Vater für ein Mensch gewesen ist. Ist das ein Foto von Ihrem Vater? Ja, das ist er. Hamza Abdul Jalil, mein Vater. Können Sie sich an die Familie Nakash erinnern? Ja. Oder an den Namen Nakash? Ich habe davon gehört. Wirklich? Ja. Warum glauben Sie, hat Ihr Vater Herrn Nakash hier versteckt? Er hat Herrn Nakash versteckt, weil Muslime und Israeliten oder Juden, wie Sie es sagen, fast wie Brüder waren. Aha. Wie Brüder. Zwar hatte jeder seine eigene Religion, aber wir lebten trotzdem wie Brüder. Das ist wunderbar.
Für uns ist das eine Ehre. Eine Ehre. Wunderbar. Ja, ob Jude, Christ oder Muslim, wir sind doch alle Menschen. Ja. Das ist ein Akt von Menschlichkeit. Wissen Sie, es gibt überall gute Menschen auf der ganzen Welt. Man kann nicht sagen, dass alle Menschen schlecht sind. Es gibt viele Leute, die gut, die menschlich sind. Schon bald findet Robert Zeitlauf heraus, dass Joseph Nakashs Geschichte kein Einzelfall ist. In Marokko steht das Mausoleum von König Mohammed V. Im Inneren zitieren Imame viele Stunden täglich aus dem Koran. Der König widersetzte sich dem Vichy-Regime. Er erklärte, in seinem Land gebe es keine Juden oder Araber. In seinem Königreich gebe es nur marokkanische Untertanen. André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte nein, nein zu den Gesetzen des Vichy-Staats. Jetzt, lange Zeit später, also 60 Jahre später, denke ich immer noch, dass es Mohammed V. war, der den Begriffen politische Ehre und politischer... Für Frankreichs Juden verschlechterte sich die Situation von Tag zu Tag. Die französischen Kollaborateure unter Marschall Pétain waren ebenso antisemitisch wie Hitlers Nationalsozialisten. Die gesamte Palette der antisemitischen Ressentiments gegenüber Juden in Deutschland wurde von Vichy Frankreich nachgeahmt. Juden wurden vom öffentlichen Leben in Frankreich ausgeschlossen. Frankreich war für Juden nun nicht mehr sicher. Als mein Vater nach Tunesien zu seiner Familie zurückkehrte, war das vor allem, um zu arbeiten. Und auch, um den Gesetzen zu entgehen, die die französische Regierung durchgesetzt hatte. Den antijüdischen Gesetzen, den Vichy-Gesetzen. Doch auch die Juden im französischen Nordafrika waren jetzt nicht mehr sicher. Da waren überall Fotos von Pétain. Und natürlich der faschistische Gruß und alles, was dazugehörte. In diesem Zeitungsarchiv in Rabat ist die antisemitische Menschenverachtung des Vichy-Regimes in Nordafrika dokumentiert. Jüdische Geschäfte wurden enteignet. Juden durften ihre Berufe nicht mehr ausüben. Tausende jüdischer Kinder wurden aus den Schulen verbannt. Denen, die Franzosen waren, wurde die französische Staatsbürgerschaft aberkannt. Es war eben genau dasselbe Regime wie in Frankreich unter Vichy. Auch Gilbert Semlers jüngerer Bruder Jean wurde Opfer der antijüdischen Gesetze von Vichy. Er wurde gezwungen, das Gymnasium zu verlassen. Inzwischen lebten die Juden in Nordafrika genauso gefährlich wie die europäischen Juden. In Marokko und Algerien errichteten die Vichy-Franzosen Dutzende von Arbeitslagern. Heute sind fast alle Überreste dieser Lager verschwunden. Wenige Spuren davon findet man hier im marokkanischen Pentrara. Verfallene Baracken als Mahnmal des Schreckens. Hier sehen wir eins von einem ganzen Netz von Lagern entlang einer Linie durch die gesamte Nordsahara. Die ganze Strecke von Marokko bis nach Algerien. Man sieht es in den Massenmedien, im Fernsehen. Und manchmal liest man in bestimmten Magazinen die andere Seite des Spektrums, das, was ich Holocaust-Verherrlichung nenne. Am meisten jedoch verbreitet ist das, was ich Holocaust-Relativierung nenne. تفعل هتلر هو أحداث تقع
Die Holocaust-Relativierung ist eine weitaus üblichere Erscheinung als die Leugnung. Robert Sadloff will diese Unwissenheit bekämpfen. Mit interessierten Arabern will er einen Dialog darüber beginnen. Die Frage ist wie. Was kann der Aufhänger sein? Das Problem ist, dass es so lange zurückliegt. Europäische Faschisten, die europäische Juden töten. Und dann ging mir eines Tages das sprichwörtliche Licht auf. Hatten vielleicht auch Araber Juden gerettet? Und damit war ich schon auf der Suche nach diesem einen Araber, der diesen einen Juden gerettet hat. Die Suche nach einem arabischen Oskar Schindler wird zum aufwendigsten Projekt in Robert Sadloffs Leben. Ein Team aus Forschern, Archivaren, Dolmetschern und Journalisten verfolgt Spuren in 11 Ländern rund um den Globus. Marokko, das Hafenviertel von Casablanca. Hier entdeckt Sadloff, dass der Holocaust auch ein Stück arabische Geschichte ist. Dieses Café huldigt dem Hollywood-Klassiker Casablanca. In dem Film von 1942 betreibt der Amerikaner Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, den Nachtclub Rick's Café, einen Treffpunkt für Emigranten. Die Inneneinrichtung ist der Filmkulisse nachempfunden und erinnert an die Zeit, als Marokko ein französisches Protektorat war und die profaschistische Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Wenn man sich den Film aufmerksam ansieht, dann gibt es da diese fantastische Szene zwischen Major Strasser und Ilsa, als der Deutsche versucht, sie zu überreden, ihren Mann zu verraten. Das Schlüsselwort ist hier in Marokko. Selbst in der berühmtesten Szene des Films, dem Abschied am Flughafen, werden Konzentrationslager erwähnt. Nine chances out of ten we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. Maybe not today. Der Film kam mitten im Krieg heraus und es hat sich alles so abgespielt. Die meisten Internierungslager. Und nun haben wir sogar den Sohn des Hammannbesitzers gefunden. Und der Sohn des Hammannbesitzers erklärt uns, was sein Vater für ein Mensch gewesen ist. Ist das ein Foto von Ihrem Vater? Ja, das ist er. Hamza Abdul Jalil, mein Vater. Können Sie sich an die Familie Nakash erinnern? Ja. Oder an den Namen Nakash? Ich habe davon gehört. Wirklich? Ja. Warum glauben Sie, hat Ihr Vater Herrn Nakash hier versteckt? Er hat Herrn Nakash versteckt, weil Muslime und Israeliten, oder Juden, wie Sie es sagen, fast wie Brüder waren. Aha. Wie Brüder. Zwar hatte jeder seine eigene Religion, aber wir lebten trotzdem wie Brüder. Das ist wunderbar. Für uns ist das eine Ehre. Eine Ehre. Wunderbar. Ja, ob Jude, Christ oder Muslim, wir sind doch alle Menschen. Ja. Das ist ein Akt von Menschlichkeit. Wissen Sie, es gibt überall gute Menschen auf der ganzen Welt. Man kann nicht sagen, dass alle Menschen schlecht sind. Es gibt viele Leute, die gut, die menschlich sind. Schon bald findet Robert Sadloff heraus, dass Joseph Nakashs Geschichte kein Einzelfall ist. In Marokko steht das Mausoleum von König Mohammed V. Im Inneren zitieren Imame viele Stunden täglich aus dem Koran. Der König widersetzte sich dem Vichy-Regime. Er erklärte, in seinem Land gebe es keine Juden oder Araber. In seinem Königreich gebe es nur marokkanische Untertanen. André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte nein, nein zu den Gesetzen des Vichy-Staats. Jetzt, lange Zeit später, also 60 Jahre später, denke ich immer noch, dass es Mohammed V. war, der den Begriffen politische Ehre und politischer Mut wahre Bedeutung verliehen hat.
Der marokkanische Jude Serge Verdugo kennt die Geschichte eines Vichy-Generals, der zu Mohammed V. sagte, hier sind 200.000 gelbe Sterne für die Juden in ihrem Land. Und der König soll gesagt haben, aber das ist nicht genug, sie brauchen mindestens 20 mehr. Der General fragte ihn, warum denn 20? Er sagte, weil meine Familie und ich genau 20 sind. Diese Geschichte verbreitete sich im Handumdrehen in allen jüdischen Vierteln. In Algerien stießen die antijüdischen Vichy-Gesetze vor allem bei den muslimischen Geistlichen auf Widerstand. Seit nunmehr 20 Jahren bereist Zeitlauf den Nahen Osten. Er hat erfahren müssen, Araber wissen wenig über den Holocaust. Viele leugnen ihn, nicht nur islamische Extremisten. Selbst große arabische Tageszeitungen stellen den Völkermord an den Juden immer wieder in Frage. Die Leugnung des Holocaust entstand zwar nicht in den arabischen Ländern, sie hat aber hier eine Heimat gefunden. Man sieht es in den Massenmedien, im Fernsehen. Und manchmal liest man in bestimmten Magazinen die andere Seite des Spektrums, das, was ich Holocaust-Verherrlichung nenne. Am meisten jedoch verbreitet ist das, was ich Holocaust-Relativierung nenne. Die Holocaust-Relativierung ist eine weitaus üblichere Erscheinung als die Leugnung. Robert Zetloff will diese Unwissenheit bekämpfen. Mit interessierten Arabern will er einen Dialog darüber beginnen. Die Frage ist wie? Was kann der Aufhänger sein? Das Problem ist, dass es so lange zurückliegt. Europäische Faschisten, die europäische Juden töten. Und dann ging mir eines Tages das sprichwörtliche Licht auf. Hatten vielleicht auch Araber Juden gerettet? Und damit war ich schon auf der Suche nach diesem einen Araber, der diesen einen Juden gerettet hat. Die Suche nach einem arabischen Oskar Schindler wird zum aufwendigsten Projekt in Robert Zetloffs Leben. Ein Team aus Forschern, Archivaren, Dolmetschern und Journalisten verfolgt Spuren in 11 Ländern rund um den Globus. Marokko, das Hafenviertel von Casablanca. Hier entdeckt Zetloff, dass der Holocaust auch ein Stück arabische Geschichte ist. Dieses Café huldigt dem Hollywood-Klassiker Casablanca. In dem Film von 1942 betreibt der Amerikaner Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, den Nachtclub Rick's Café, einen Treffpunkt für Emigranten. Die Inneneinrichtung ist der Filmkulisse nachempfunden und erinnert an die Zeit, als Marokko ein französisches Protektorat war und die profaschistische Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Wenn man sich den Film aufmerksam ansieht, dann gibt es da diese André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte Nein. Nein zu den Gesetzen des Vichy-Staats. Jetzt, lange Zeit später, also 60 Jahre später, denke ich immer noch, dass es Mohammed V. war, der den Begriffen politische Ehre und politischer Mut wahre Bedeutung verliehen hat. Der marokkanische Jude Serge Verdugo kennt die Geschichte eines Vichy-Generals, der zu Mohammed V. sagte, hier sind 200.000 gelbe Sterne für die Juden in ihrem Land. Und der König soll gesagt haben, aber das ist nicht genug, sie brauchen mindestens 20 mehr. Der General fragte ihn, warum denn 20? Er sagte, weil meine Familie und ich genau 20 sind. Diese Geschichte verbreitete sich im Handumdrehen in allen jüdischen Vierteln. In Algerien stießen die antijüdischen Vichy-Gesetze vor allem bei den muslimischen Geistlichen auf Widerstand. Die religiösen Instanzen, die Imame von Algier, verkündeten von den Kanzeln der Moscheen, dass es jedem gläubigen Muslim verboten war, als Verwalter von enteignetem jüdischem Besitz zu arbeiten. Und jeder Moslem in Algier hielt sich daran. Und
Obwohl Tunesien unter der Kontrolle der Nazis stand, leistete der Bey von Tunis, Muhammad al-Munsif, Widerstand. Er tat alles, um die geplanten Repressalien gegen die Juden zu verzögern. Als er die jüdische Delegation empfing, sagte mein Großvater zu ihm, dass er die Juden als seine Kinder betrachte, im gleichen Maße wie die Muslime. Die Nazis zogen die Schlinge um das besetzte Tunesien immer enger. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs und seiner Heimkehr nach Tunis musste Gilbert Semler mit ansehen, wie sich die Lage für die jüdischen Gemeinden in Nordafrika immer weiter verschlechterte. Ende 1942 zog die Familie in die Küstenstadt Hammamet. Hier beschlossen Gilbert, sein Bruder und sein Vater, sich dem Widerstand anzuschließen. Heimlich wollten sich die drei Männer nach Algerien durchschlagen, um gegen die Nazis und das Vichy-Regime zu kämpfen. An der Hauptstraße von Hammamet liegt die Villa Sébastien. Während des Krieges war sie das Hauptquartier des deutschen Feldmarschalls Erwin Rommel. Ein Freund der Familie Semler sollte bei der gefährlichen Reise helfen. Sie legten ihr Schicksal in die Hände eines Freundes meines Großvaters, der sie durch die deutschen Stellungen hindurchführen sollte. Seit nunmehr 20 Jahren bereist Zeitlauf den Nahen Osten. Er hat erfahren müssen, Araber wissen wenig über den Holocaust. Viele leugnen ihn, nicht nur islamische Extremisten. Selbst große arabische Tageszeitungen stellen den Völkermord an den Juden immer wieder in Frage. Die Leugnung des Holocaust entstand zwar nicht in den arabischen Ländern, sie hat aber hier eine Heimat gefunden. Man sieht es in den Massenmedien, im Fernsehen. Und manchmal liest man in bestimmten Magazinen die andere Seite des Spektrums, das, was ich Holocaust-Verherrlichung nenne. Am meisten jedoch verbreitet ist das, was ich Holocaust-Relativierung nenne. Die Holocaust-Relativierung ist eine weitaus üblichere Erscheinung als die Leugnung. Robert Zetloff will diese Unwissenheit bekämpfen. Mit interessierten Arabern will er einen Dialog darüber beginnen. Die Frage ist wie. Was kann der Aufhänger sein? Das Problem ist, dass es so lange zurückliegt. Europäische Faschisten, die europäische Juden töten. Und dann ging mir eines Tages das sprichwörtliche Licht auf. Hatten vielleicht auch Araber Juden gerettet? Und damit war ich schon auf der Suche nach diesem einen Araber, der diesen einen Juden gerettet hat. Die Suche nach einem arabischen Oskar Schindler wird zum aufwendigsten Projekt in Robert Zetloffs Leben. Ein Team aus Forschern, Archivaren, Dolmetschern und Journalisten verfolgt Spuren in 11 Ländern rund um den Globus. Marokko, das Hafenviertel von Casablanca. Hier entdeckt Zetloff, dass der Holocaust auch ein Stück arabische Geschichte ist. Dieses Café huldigt dem Hollywood-Klassiker Casablanca. In dem Film von 1942 betreibt der Amerikaner Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, den Nachtclub Rick's Café, einen Treffpunkt für Emigranten. Die Inneneinrichtung ist der Filmkulisse nachempfunden und erinnert an die Zeit, als Marokko ein französisches Protektorat war und die profaschistische Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Wenn man sich den Film aufmerksam ansieht, in seinem Land gäbe es keine Juden oder Araber. In seinem Königreich gäbe es nur marokkanische Untertanen. André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte nein, nein zu den Gesetzen des Vichy-Staats. Jetzt, lange Zeit später,
also 60 Jahre später, denke ich immer noch, dass es Mohammed der Fünfte war, der den Begriffen politische Ehre und politischer Mut wahre Bedeutung verliehen hat. Der marokkanische Jude Serge Verdugo kennt die Geschichte eines Vichy-Generals, der zu Mohammed dem Fünften sagte, hier sind 200.000 gelbe Sterne für die Juden in ihrem Land. Und der König soll gesagt haben, aber das ist nicht genug. Sie brauchen mindestens 20 mehr. Der General fragte ihn, warum denn 20? Er sagte, weil meine Familie und ich genau 20 sind. Diese Geschichte verbreitete sich im Handumdrehen in allen jüdischen Vierteln. In Algerien stießen die antijüdischen Vichy-Gesetze vor allem bei den muslimischen Geistlichen auf Widerstand. Die religiösen Instanzen, die Imame von Algier, verkündeten von den Kanzeln der Moscheen, dass es jedem gläubigen Muslim verboten war, als Verwalter von enteignetem jüdischem Besitz zu arbeiten. Und jeder Moslem in Algier hielt sich daran. Obwohl Tunesien unter der Kontrolle der Nazis stand, leistete der Bey von Tunis, Muhammad al-Munsif, Widerstand. Er tat alles, um die geplanten Repressalien gegen die Juden zu verzögern. Als er die jüdische Delegation empfing, sagte mein Großvater zu ihm, dass er die Juden als seine Kinder betrachte, im gleichen Maße wie die Muslime. Die Nazis zogen die Schlinge um das besetzte Tunesien immer enger. Nach dem Zusammenbruch Frankreichs und seiner Heimkehr nach Tunis musste Gilbert Semler mit ansehen, wie sich die Lage für die jüdischen Gemeinden in Nordafrika immer weiter verschlechterte. Ende 1942 zog die Familie in die Küstenstadt Hammamet. Hier beschlossen Gilbert, sein Bruder und sein Vater, sich dem Widerstand anzuschließen. Heimlich wollten sich die drei Männer nach Algerien durchschlagen, um gegen die Nazis und das Vichy-Regime zu kämpfen. An der Hauptstraße von Hammamet liegt die Villa Sébastien. Während des Krieges war sie das Hauptquartier des deutschen Feldmarschalls Erwin Rommel. Ein Freund der Familie Semler sollte bei der gefährlichen Reise helfen. Sie legten ihr Schicksal in die Hände.